Amtsschuldendienst ist das, was wir im Jahr an Aufwendungen, Zinsen plus Bildung jetzt haben, um unsere Schulden zu zahlen. Und man kann da eindeutig sehen, dass wir gut gewirtschaftet haben und dass die Rückzahlung des Schuldendienstes oder des Gesamtschuldendienstes rückläufig ist und somit positiv sich entwickelt. Finanzbericht, Kommunalsteuer. Man kann auch sehen, dass sich in den letzten 5 Jahren das sehr positiv entwickelt hat und dass man da die Kommunalsteuer und der Betriebsabschreibungen sehr gut vorantreiben hat können, zumal wir ja den Antrag gestellt haben, dass es eine Wirtschaftsförderung in Lieburg geben soll und nicht die Opposition, wie sie nämlich auch immer wieder gesagt wird, und wir uns dafür einsetzen, dass es Betriebe in Lieburg gibt. Und man kann nur sagen, dass es in Zukunft wahrscheinlich so weitergehen wird. Gut, den nächsten Punkt bitte. Die Einnahmen und Ausgaben, die legen auch klar dar, wie die finanzielle Situation ausschaut. Eins ist immer wieder klar zu sagen, wir werden von Land, von BH immer wieder geprüft. Und das sind die Zahlen, die aus der Buchhaltung kommen, die von den Rechnungsprüfern in unserer Gemeinde auch geprüft worden sind. Und das schaut immer wieder super aus. Wir sind im Jahr 2011 haben wir ein Ergebnis gehabt von 594.000 Euro plus. Im Jahr 2012 haben wir ein Ergebnis von 597.000 Euro plus gehabt. Das heißt, wo wir mehr eingenommen haben als ausgegeben. Und im Jahr 2013 haben wir immerhin auch noch immer rund 430.000 Euro an plus erwirtschaftet. In Summe macht das rund 1,6 Millionen Euro aus. In den letzten 3 Jahren hat sich unter unserer Führung positiv erwirtschaftet worden. Und so gesehen sind das alles geprüfte Zahlen von Land und von Bund und da fährt die Eisenbahn drüber. Und das ist etwas, was man nicht einfach wegdiskutieren kann und wo wir wissen, wovon wir reden und wo wir da auch zeigen, dass wir wirtschaften können und dass der Weg klar ist. Mit uns geht es bergauf. Nächstes Chart, ich hab's schon. Gut, das war es dann auch schon zum Bericht des Bürgermeisters. Gut, wir kommen zur Fragestunde. Und darf die Herren bitten, für die Fragen zu stellen. Ja, die Beantwortung nehmen wir. Bitte, Andreas. Kannst du das den Gemeinderäten das zur Verfügung stellen? Ja, das wird dann in der nächsten Gemeindezeitung sein. Ne? Bitte, nächste Frage. Bitte, Peter. Eine Frage hätte ich noch zum Datenschutz. Gibt es jetzt schon ein Ergebnis von dem Verfahren bezüglich der Verletzung des Datenschutzes und könntest du uns darüber bitte aufklären? Über deinen Einspruch an den Verwaltungsgerichtshof. Es hat mehrere Anträge, ich weiß jetzt nicht komplett, von welchem Einspruch du sprichst. Ja, du hast ja einen Einspruch beim Verwaltungsgerichtshof gemacht, ob es da schon ein Ergebnis gibt. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, ich werde das nächste Mal gern schriftlich beantworten. Bitte, nächste Frage. Bitte. Also ich bringe die Protokolle der Gemeinderatssitzungen. Ich habe in mehreren Gemeinderatssitzungen nicht gefragt, was möglich ist. Ja, das schön, ja. Warum entstellen Sie das? Wir brauchen das. Das müsste jetzt heute die erste sein. Also für 2014 werden wir alles aufgestellt noch danach. Den Rechnungsabschluss und den Voranschlag. Wir werden die Protokolle dann auch auf der Homepage stellen. Wahrscheinlich unter Politik mit dem Menüpunkt. Gemeinderatssitzungen, dort wird man das noch einmal finden. Sollte jetzt in der nächsten Woche. Ich habe auch in einer nächsten Anfrage. Ja, das PD, ja. Das PD. Bitte. Andreas, bitte. Ja, ich habe am Vorigen Sommer die Frage gestellt bezüglich der Buchsbaumpflanzung und beim Kindergarten. Ich wiederhole es einfach mal, ob wir das überdenken, ob wir das anders in die Strategie spritzen und Kindergarten.
weil es ist früher, jetzt ist es Zeit, dass man woanders sitzt. Die Wasserleitung hat immer nur tief gespitzt. Ja, und dann gibt es keinen Buchsbaum, ganz einfach. Die gibt es nicht, was man mit Wasser macht. Die Robes ist nicht. Nein. Die Robes gibt schon was. Das ist hier ja, aus also, so ein biologisches gibt es also. Du kannst das an- und auskaufen. Ja. Also. Okay. Aber jetzt ist früher der Zeit. Ach, die Walter schon? Okay. Gut. Du hast den notiert, ja. Mach ich. Wer ist weitergegangen? Bitte, weitere Fragen? Oder du wolltest, glaube ich. Meine Frage an die Sonja bezüglich Jugendbetreuung inkludiere und wie damit im Vorstand beschlossene Vorgehensweise, die doch einen hohen finanziellen monatlichen Aufwand birgt. Meine Frage, die Dampflok steht leer. Könnte man die Dampflok dafür andenken? Ja, wir haben das im Ausschuss besprochen. Warum nicht der Dampfer, weil da oben eigentlich das Eisenbahnmuseum ist und ein Tourismuspunkt, eigentlich das einzige, was im Gebäude und auch die Mobilitätszentrale, dass man dort eigentlich einen Gast wird. Der Preis von ich habe da noch gesagt, wenn er noch fahren, oder? Ja, ist. Ist dort mitten drin. Ist noch nie abgeschlossen. Das ist so das Salzburg-Geld. Könnte man aber trotzdem in Bezug auf die Kostensenkung doch auf das schauen, ob uns die Pacht in der Dampflok vielleicht mehr bringt oder weniger bringt, je nachdem, was uns die Miete und ich kostet. Dass man eine günstigere Variante sieht und die möglicherweise auch nehmen kann. Wie jetzt? Zweckgetrennt genutzt werden. Ich glaube, es wird ein sehr großer Unterschied sein. Ja. Muss man schauen. Gut, dann werden Sie im Auge behalten. Sehr vielen Dank. Bitte, weitere Fragen? Meine Frage ist zwar zu dem gerade angesprochenen 140.000 Euro jährlich, die wir jetzt für 9 Jahre, wie du gesagt hast, bekommen sollen. Gibt es dafür eine schriftliche Bestätigung, dass wir die vom Land jedes Jahr bekommen? Es hat ein Gespräch gegeben, wonach uns die Förderung, also die Förderung zugesagt worden ist, dass wir für den Schulumbau eben die 1,4 Millionen Euro kriegen. Schriftliche, weiß jetzt nicht, müsste nachschauen, wenn er im Unterdruck kann, können Sie nicht zusammenbauen. Okay. Das wird das nächste Mal geantwortet. Bitte, wird das nächste Mal geantwortet. Gut, nächste Frage. Ich habe das letzte Mal in der Gemeinderatssitzung im Dezember befragt bezüglich der Anzeige eines Gemeindebediensteten. Oder wie weit? Konkrete Frage? Die konkrete Frage habe ich schon gestellt. Ja? Ich begründe sie nur jetzt. Ja? Hat nicht aufgepasst, dann wiederhole ich sie. Wie stehst du grundsätzlich zu den Themen Wahrheit, Ehrlichkeit, Rückgrat? Ja. Wenn man etwas tut, ja, damit ist er ein bisschen ja, steht man auch dazu im Normalfall, oder? Ich stehe zu allem. So würde ich das einmal sehen. Ja. Genau. Jetzt gab es die Frage von mir in der vergangenen Gemeinderatssitzung,
bezüglich der Anzeige eines Gemeindebediensteten bei der Staatsanwaltschaft deinerseits, die du definitiv verneint hast. Ja, du hast das nicht getan. Ja. Jetzt gab es offizielle Statements, auch in öffentlichen Aussendungen, wo relativ klar dargelegt wurde, dass doch du dahinter steckst, hinter dieser Anzeige. Dann gab es auch Diskussionen auch in der im Vorstand diesbezüglich, wo du wiederholt verneint hast, dass dem so nicht sei. Jetzt gibt es vorliegend ganz offiziell das Statement der Staatsanwaltschaft oder beziehungsweise die Benachrichtigung an das vermeintliche Opfer, wo ausgerechnet du da drin stehst, das Anzeiger. Ich habe dir das schon mehrfach beantwortet und ich kann dir das heute aufgrund des Fehlens des Gemeinderats Sorger nicht in dieser Form beantworten und wir werden das nächste Mal gemeinsam mit dem Herweg beantworten. Okay, das heißt, der Gemeinderat Sorge trägt Sorge auf dieser Anzeige sozusagen. Wir werden das wir gemeinsam das nächste Mal beantworten. Gut. Passt. Danke für das. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Keine, dann werde ich offene Frau vom letzten Mal beantworten. Der Stefan Heldenreich hat das letzte Mal gefragt, wie es ausschaut. Wegen der 25% Erhöhung, ob ich das auch möchte, so wie er das tun möchte, also der Vorstand von der ÖVP, dass er die Gelder eben für den Hochwasserschutz der Bauernschaft zur Verfügung stellt. Und ich denke mal, das wäre ein toller Zug von euch, wenn Sie da mit gutem Vorbild voranschreiten würdet und diese Platz jetzt. Und würde mich freuen, ob ich noch eine positive Rückmeldung dann erhalte. Wann war diese Anfrage? 10.12. Dann die nächste Frage ist am 16.12. Das war vom Gemeinderat Sorge. Hat sich erkundigt wegen den Park- und Kalteverbotstafeln in der Binnenstraße. Die wurden zwischenzeitlich aufgestellt. Ich weiß, dass im Jänner schon passiert. Dann hat es noch eine offene Frage gegeben. Dort schaue ich kurz. So. Ich wüsste auch noch, dass ich jetzt wirklich. Doch, der Gemeinderat bekommen schon ein Breitecker sagt, Vorschlag und Rechnungsabschluss sei mir öffentlich zugänglich. Aber das haben wir schon beantwortet, das ist nicht verstanden. Gut, dann ist noch die Frage gewesen. Vom Stefan betreffend Widmung Stocksporthalle. Wann war das? Das war am 16.12. Und die Widmung ist ja bei der Stocksporthalle ausgeführt worden. Ganz normal. Gut, somit sind die Fragen auch beantwortet, die offenen. Ich hätte noch drei offene, wenn ich glücklicherweise genau. Was du beantworten werden? Ja. Was du zum Beispiel? Und zwar, wie vom 19.06.2013 die erste Frage vom Gemeinderat Keuschnow offen fragt, ob weiterhin eine Rechtsschutzversicherung für alle Gemeinderaträte besteht. Der Bürgermeister sucht Amtsleiter Magister Mara darüber Auskunft zu geben. Das erklärt, es gibt eine Rechtsschutzversicherung für den Bürgermeister und den gesamten Gemeindevorstand. Im Detail müsse er sich die Versicherungspolize ansehen. Das ist damals nicht beantwortet worden, ob es für alle Gemeinderäte gibt. Aber das ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Also ich denke mal, dass es auf jeden Fall beantwortet worden ist, weil wir zwischenzeitlich ja schon sicherlich 3-4 Sitzungen gehabt haben und dass du jetzt noch ein halbes Jahr draufkommst, dass ich irgendwann nochmal vor 3-4 Jahren da worden. Wir werden dem auf jeden Fall nachgehen, aber ich kann es dir jetzt nicht beantworten. Nur zur Richtigstellung, laut Gemeindeordnung ist es die Pflicht des Befragten in der nächsten Sitzung darüber Auskunft zu geben und nicht, dass ich die jedes Mal daran erinnere. Das möchte ich nur festhalten. Also die wird auch das nächste Mal beantwortet wieder? Das nächste Mal, wir werden kontrollieren, ob es schon beantwortet ist. Das ist alles. Oder vielleicht am 10.12. war das die? Okay, die haben wir beantwortet, passt.
Und am 16.12. war dann noch die Frage, zweite Frage, zweiter Vizebürgermeister Helmreich, sagte der Gemeindeversammlung, aber der Bürgermeister den Gesamtschuldenstand der Gemeinde mit etwas über 1 Million Euro beziffert. In der Diskussion über die Grundablöse haben wir immer wieder gehört, dass Geldmangel ein Problem sei. Und in der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2013 habe ich den Bürgermeister gefragt, ob dieser sich vorstellen könne, auf dem Internetportal offener Haushalt die Schulden der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, woraufhin der Bürgermeister gesagt habe, man könne die Schulden offen auflegen und man alles einsehen könne. Daher die Frage, ob der Bürgermeister heute eine Zahl nennen könne, die alle Schulden mit den Beteiligungen der Gemeinde von 1%, wie es vorgesehen sei, umfassen. Der Bürgermeister antwortet, das könne er jetzt nicht beantworten, da die Unterlagen nicht dementsprechend dabei waren. Das war die letzte Gemeinderatssitzung. Also der Gesamtschuldenstand mit allen Beteiligungen deinerseits, die da drinnen sind, die Gemeinderatssitzung, haben das Bürgermeister den Gesamtschuldenstand der Gemeinde und etwas über 1 Million passiert, dieser Teil von deiner Seite, wo du mir unterstellst, dass ich Zahlen genannt hätte, nur von 1 Million. Das ist nicht richtig gewesen. Außerdem habe ich heute ganz klar in meinem Bericht dargelegt, wie die Verschuldung der Gemeinde ausschaut. Und man hat gesehen, dass die rund 5,8 Millionen, was da war, eben beziffert wurde. Und auf der rechten Seite ist auch klar angestanden, wovor.